der Hauptsache durch Verknüpfung. Ein einzelner Gedanke wird offensichtlich nicht so richtig gespeichert. Zumindest wird er nicht mehr auffindbar, wenn dieser Gedanke nicht mit einem zweiten Gedanken verknüpft ist. Und zwar so verknüpft, dass man diesen Zusammenhang herstellen kann. Und so entwickelt sich ja das bewusste Denken. Und ich gehe mal davon aus, dass die Natur, die Evolution, bei der Entwicklung des bewussten Denkens noch ganz am Anfang steht. Da muss man in großen Dimensionen denken. Und da haben wir wieder den Punkt, wo die Menschheit sich halt ohne Ende überschätzt. Sich für klug hält, für weise hält, für intelligent hält und nicht zur Kenntnis nimmt, dass wir mit der Entwicklung dieses zweiten Gehirns, dieser zweiten Abteilung, nämlich der Abteilung bewusstes Denken, noch ganz am Anfang stehen. Die erste Abteilung war, wie gesagt, die Abteilung Instinkt, Gefühle, Reflexe. Also alles, was sehr schnell das Überleben gesichert hat. Und hier wieder das alte Gesetz der Evolution. Dort, wo das nicht angelegt wurde, war man schon tot, bevor man sich fortpflanzen konnte. Und spielte deshalb für die weitere Geschichte der Evolution keine Rolle mehr. Nur die Lebewesen, die hier entsprechend ausgestattet waren, haben sich fortgepflanzt und konnten dadurch gleichzeitig dafür sorgen, dass die Entwicklung des Gehirns weitergeht. Nun hat aber das Überleben der Menschen eine Sache immer wieder gefährdet, nämlich, dass die vererbten Instinkte, Gefühle, Reflexe sich nicht so schnell anpassten an veränderte Situationen. Und zwar sowohl was das direkte momentane Leben betrifft, wo plötzlich eine Situation entsteht, auf die die Konditionierung des Hirns zuverlässig wie immer mit einer ganz bestimmten Reaktion reagiert. Nur diese Reaktion passt gerade überhaupt nicht auf die spezielle Situation. Im Gegenteil, die liegt möglicherweise sogar voll daneben. So dass bei der Weiterentwicklung des Gehirns nach einer Möglichkeit gesucht wurde, spezieller zu werden. Also von dieser allgemeinen 0815-Reaktion wegzukommen zu einer spezifischeren. Diese allgemeine Reaktion können wir übrigens sehr gut auch mit Vorurteil bezeichnen. Vorurteile sind genau das.
Sie sind gespeicherte, im Hirn gespeicherte Reaktionen auf ganz bestimmte Situationen, die immer dann spontan abgerufen werden, wenn ein ganz bestimmter Reiz das Gehirn erreicht. Kleines Beispiel. Die besten Menschen haben hauptsächlich dadurch überlebt, dass sie sehr vorsichtig waren mit allen Fremden. Warum? Die Möglichkeit, sich dem Fremden freundschaftlich zu nähern, Kontakt aufzunehmen, den Fremden kennenzulernen, zu erleben, wie er tickt, und dann in aller Ruhe zu überlegen, kann ich damit klarkommen oder trachtet der mir nach dem Leben? Diese Möglichkeit hatte man nicht. Man musste auf Nummer sicher gehen. Wenn etwas Fremdes auftauchte, musste man erst einmal Vorsicht walten lassen. Ganz große Vorsicht, denn jede Unvorsichtigkeit konnte einem das Leben kosten. Also haben sich jene Instinkte fortgepflanzt, die so intensiv waren, dass sie sicherstellten, dass der Mensch auf jeden Fall sofort reagierte, wenn ihm etwas Fremdartiges in den Weg kam. Ohne jedes Vertrauen, ohne jedes Aufeinanderzugehen, Feindseligkeit. Quasi der präventive Erstschlag. Ich bring den erstmal um, damit ich sicher sein kann, dass der mir nichts tut. Wenn sich nachher herausstellt, dass der harmlos war, dann ist das für ihn dumm gelaufen, aber ich bin jedenfalls auf der sicheren Seite. Und diesen Urinstinkt befürchte ich. Befürchte ich sogar sehr. Den haben heute noch unendlich viele Menschen in sich drin sitzen. Ich übrigens auch. Wenn ich auf etwas stoße, was mir fremdartig vorkommt, dann meldet sich dieser dumme Urinstinkt tatsächlich als erstes. Er sagt mir, ich mag diese Sprache nicht. Die ist unangenehm, vor allen Dingen, weil ich sie ja gar nicht verstehe. Ich mag diese Tänze nicht. Ja, ja, ich bin ehrlich genug zu sagen, wer sagt mir sogar, ich mag diese Hautfarbe nicht. Der Instinkt macht das bei mir heute noch. Obwohl ich versuche, mich dagegen zu wehren, seitdem ich klar denken kann. Seitdem ich diesen ganzen Huckuck und Schmarrn von anderen Leuten gehört habe. Aber eins habe ich mittlerweile Gott sei Dank geschafft. Nämlich, dass dieser böse Teil in mir, dass der nicht gewinnt. Sondern, dass ich dann bemerke, hoppla, da ist er ja wieder, dieser Unhold. Dieser Instinkt, der mir sagt, böse Ausländer. Dann lache ich kurz,
über diesen Instinkt, lach ihn aus, lach ihn fürchterlich aus, lach also über mich, lach mich aus, mach mich über mich lustig und fange mit dem bewussten Denken an. Und wenn ich mit dem bewussten Denken anfange, dann dauert es keine 3 Sekunden und es kommen die Dinge, die ich mir längst durch bewusstes Denken erarbeitet habe, alle wieder zum Vorschein und bestätigen mich in der Meinung, dass das völlig lächerlich ist, so zu reagieren. Und dann setze ich noch eins drauf und lache mich nochmal tot über mich selbst. Weil ich mir dann auch noch sagen muss, 40 Jahre oder länger hast du bereits erkannt, was das für Blödsinn ist. Du hast sogar erkannt, woher dieser Blödsinn kommt, warum das so funktioniert. Und trotzdem fällst du immer wieder darauf rein. Auf diese böse Abteilung in dir, auf diesen bösen Instinkt. Auf der einen Seite beneide ich also durchaus Menschen, die das riesengroße Glück haben, etwas besser konditioniert worden zu sein. Die also zum Beispiel diesen Instinkt nicht ganz so krass vererbt bekommen haben wie ich, so quasi 1:1, von der Zeit des Höhlenmenschen bis zu mir, und die, die in ihrer ersten Lebenszeit, in ihren ersten Lebensjahren, in ihrer Umwelt viele liebenswerte Menschen hatten, die ihnen etwas anderes vorgelebt haben. Denn wie wir wissen, in den ersten Lebensjahren funktioniert das Denken.